Hallo und herzlich willkommen hier bei Pokémon Smaragd, dem siebten Part. Und wie ich ja angekündigt hatte, alle Pokémon, ich habe eben in der Aufnahmepause ein bisschen gespeichert, alle Pokémon sind mindestens auf Level 5, was uns in meinen Augen dazu befugt, jetzt zum Dingsbums zu gehen, jetzt die neue Route zu, ich sag mal, entdecken. Ja, und dann würde ich mal sagen, auf geht's. Bam, Route 102. Bam, 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 bam. Was bist du denn für einer? Ich werde hier jede Menge Pokémon fangen. Ja, tu das. Aha. Hier wird das unser zweiter Trainerkampf, aber diesmal gegen irgendeinen unbedeutenden Schwachmaten. So, wer ist vorne? Pfiffchen? Ja, nee. Doch, wisst ihr was? Jupp, Pfiffchen ist vorne. Boom, badaba. Wenn du Pokémon bei dir hast, bist du offiziell ein Pokémon-Trainer. Daher kannst du meine Herausforderung nicht ablehnen. Das ist sowieso dämlich, dass man so eine Herausforderung nicht ablehnen darf. So ein System gibt's nicht. Man kann jede Herausforderung ablehnen. Scheiße, der ist auch Level 5 und das ist auch ein Pfiffchen. Aber es ist kein Shiny-Pfiffchen, das bedeutet, ich muss gewinnen. Dann, in solchen Fällen kann durchaus der Schnellere gewinnen, in dem Fall ich Scheibenkleister. Obwohl, wenn ich jetzt Glück habe, ist er weg, außer ich treffe nicht. Dann ist natürlich kacke. Dann ist es sehr kacke. Ach, ein Glück. Jetzt muss ich nur noch treffen und das könnte ein Problem werden. Ah, oder auch nicht. Gewonnen. Natürlich, jetzt ein Volltreffer. Mhm. 58. Boah, ordentlich Erfahrungspunkte gekriegt. Ah, ich habe verloren. Ich hätte fleißiger trainieren sollen. Ja, solange wie du da sowieso auf mich gewartet hast, hättest du noch viel mehr schaffen können. So. Dann ist der für mich schon mal außer Gefecht. Okay, ich habe noch keine Flugangriffe. Verzeihung. Ja, okay. Ha, unsere Augen haben sich getroffen. Ich kämpfe mit meinen Käfer-Pokémon gegen dich. Ja. Volja. Ich liebe Käfer-Pokémon. Nö, eigentlich ist da nichts Schlimmes dran. Oh, ein Wampel. Level 4. Wie viele Pokémon hat er? Scheiße. Ach, ist ja nicht so, dass man das so mit einem Kopf einsehen könnte. Scheiße. Dann war ja nur bei den späteren dann. Bei Perl und Diamant konnte man dann sehen, wie viele Pokémon der Gegner hat. Bam, 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 bam. Dann ist Wampel jetzt weg. Sehr schön. Super. Wampel, ja, dann ist er auch gleich Level 6. Finde ich super. Los, ich sag's, friss dieses Wampel. Friss es. Nom 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 nom. Fressen, fressen, fressen. Los. Mann, mach es jetzt endlich tot. Los, 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 los. Super. Perfekt. Und Level 6. Und Frodo ist Level 6. Und wir haben den Kampf gewonnen. Aua, besiegt und verloren. Und 64 Poké-Dollar gewonnen. Was ist überhaupt für ein System ist? Oh Mann. Dass man für eine Niederlage Geld bezahlen muss. Vor allem die Zahlen, ich verstehe auch nicht, weil es gibt ein Item, nennt sich Münzamulett. Wenn das getragen wird, dann verdoppelt sich, oder erhöht sich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es verdoppelt wird, aber es erhöht sich das Preisgeld für den Sieg. Und wer bezahlt das und wie wirkt eigentlich so ein dämliches Amulett darauf, dass man dann, naja, dass man dann mehr Geld zahlt. Das ist doch, ja, ein bisschen. Frodo, bist du doof? Oh, geht doch.
Ich meine, das Wurmple hat Fadenschuss eingesetzt und nicht Sandwirbel. So, was willst du? Ich bin nicht groß, ich versinke im hohen Gras. Das Gras erreicht meine Nase und... Achi! Okay. Gut zu wissen. So. Nein. Bist du auch gerade erst Trainer geworden? Dann sind wir ja beide Anfänger. Nein, ich bin ein Profi. Ich... Ja, wie lange spiele ich eigentlich schon Pokémon? Pokémon kennen tue ich... Oh Gott, verdammt lange schon. Ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht zurückerinnern, da war ich richtig klein, da habe ich schon Pokémon geguckt. Also die Serien so mit Ash und so. Boah, die waren krass. Aber... Wann hat das, mein erstes Spiel? Na okay. Also, ich meine natürlich jetzt mein allererstes, so ein Pokémon-Spiel wie das, so also mit Pokémon fangen und so, denn davor meine ich auch Pokémon Stadium gespielt zu haben. Auf dem Nintendo 64. Vielleicht erinnert sich ja der ein oder andere daran. War das nicht geil? War das nicht geil damals? Boah. Ich habe dich angesprochen, weil ich dachte, ich könnte dich besiegen. Ich bin der zukünftige Champ. Ich weiß nicht, wie du gegen mich gewinnen willst. Pure Arroganz. Ich kann alles. Quatsch. Also ich werde, glaube ich, keinen Kampf verlieren. Das glaube ich nicht. Ich habe... Um das wirklich mal so zu sagen, ich habe noch nie einen Pokémon-Kampf hier verloren. Ich habe das bis jetzt immer durchgespielt, ohne einen Kampf zu verlieren. Von daher sollte das... kann ich mir nicht vorstellen. Mein Ziel? Stets gewinnen und der beste Trainer aller Zeiten werden. Hilf mir bei meiner Karriere. Ja, nö. Ich bin ja generell sehr hilfsbereit, aber irgendwo ist auch Schluss. Zigzags. Dann ist... Nein! Dann switche ich das extra um, damit mir so ein Scheiß halt nicht passiert. Und was mache ich genau das? Ach, Quatsch. So ein Quatsch. Und Volltreffer. Nein. Überlebe. Und trifft. Ja, Sieg. Also zumindest Level Up. Und das ist immer gut. Level Up ist immer sehr super. Bam, Level 6. Wo? Als nächstes kommt Knilz. Jetzt kommt Hasana, der räumt dann alles auf. Hasana räumt alles auf. Da gibt's... Der kennt keine Gnade. Zack, Kratzer. Praktischer wäre es tatsächlich schon mit Blut oder Schnabel, aber na gut, man kann ja nicht alles haben. Also doch, man kann schon alles haben, aber noch nicht. Los. Bam, bam. Und weg ist Knilz. Und wir sind Level 10. Also Hasana ist Level 10, ja, voll ja. Und er erlernt Glut. Da habe ich wohl deine Karriere angekurbelt. Yep. Da, vielen Dank für die Spende. Noch einen Trank gefunden. Sehr schön. So. Obwohl, die Dunkelhunde stehen auch noch. Davon haben der auch noch ein paar KP. Boah. Ich komme noch hier aus diesem Gras raus, da oben. Und kurz vor der kommenden Stadt werde ich das dann wohl unterbrechen hier. Wir neigen uns ja auch langsam dem Ende dieses Parts.
Was schade ist, mir macht es so viel Spaß und ich glaube, das wird auch erstmal der letzte Part sein, den ich hier aufnehmen kann. Ich habe noch andere Sachen leider zu tun. Ich würde so gerne einfach noch weiter aufnehmen. So, und hier erwartet uns dann die nächste Stadt. Und die erkunden wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Und somit sage ich dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Hasanah. Tschüss.